Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Wir sind wieder asiatisch unterwegs heute und machen eine gebackene Hähnchenbrust auf Reis mit einer süß-sauren Soße. Was ich euch heute zeige ist, wie ihr es eben schon gesehen habt, ist das gebackene Hähnchen. Kein klassisches chinesisches Gericht, würde ich mal sagen. Aber bei den Asiaten im Umkreis hat es auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, gehört zu den Bestsellern. Ne? Ich habe mit meinem Asia-Kumpel gesprochen und er hat gesagt, das ist ein Ding, gebackene Hähnchenbrust, da fahren die Leute drauf ab. Kann man gebratene Nudeln drunter machen, kann man gebratenen Reis drunter machen, kann man einfach Gemüse dazu machen und so weiter und so fort. Ist alles geil. Wir machen es mit süß-saurer Soße heute. Süß-saure Soße habe ich schon mal gemacht, blenden wir hier oben ein. Haben wir gemacht mit, ja, ist ein Hähnchen süß-sauer. Da könnt ihr die Soße einfach euch klauen und das gebackene Hähnchen dazu machen. Ich zeige euch mal, was ich alles vorbereitet habe. Und zwar habe ich mir besorgt Hähnchenschnitzel quasi. Die sind, ja, die sind schon so halbiert, ne? Dass sie nicht ganz so dick sind. Das ist dann perfekt. Dann brauchen die auch nicht so lange in der Fritte und können schön knusprig werden. Dann haben wir hier unsere süß-saure Soße, klarer Fall, mit Ananas drin und allem drum und dran. Die könnt ihr euch, wie gesagt, im anderen Video anschauen. Und jetzt machen wir diesen Backteig direkt dazu, ne? Und das Rezept für den Teig steht da unten drin. Jetzt kommt dazu, neben Mehl und Stärke ist da ein bisschen Backpulver drin. Salz habe ich schon was reingemacht. Gießen wir mal so ein bisschen Milch dazu. Und zwar genau 200 Milliliter in dem Rezept. Und dann rühren wir das hier schön glatt. Das Ziel muss sein, dass das ja, so eine ganz klebrige, homogene, ohne Klümpchenmasse ist. Das geht aber auch ziemlich flott. Könnt ihr euch anschauen hier. Einfach schön auch hier an den Seiten mit dem Schneebesen rühren. Und dann seht ihr schon, wie Stärke und Mehl anfangen zu quellen. Und das ist schon hier, kann man so eine, ja, es gibt schon eine gute klebrige Masse. Das rühren wir jetzt hier so ein bisschen auf. Und dann lassen wir das ein bisschen stehen, sodass ich das vollsaugen und quellen kann. Ganz zum Schluss machen wir hier noch so ungefähr einen Esslöffel voll Öl rein. Das sorgt dafür, dass sich das alles nicht so, ja, nicht so babbig anfühlt, weißt du? Sondern so ein bisschen, ja, Geschmeidigkeit in den Teig bringt. So, das haben wir schon. Das lassen wir quellen. Und ihr seht, das geht super schnell. Ne? Teig ist schnell vorbereitet. Und jetzt marinieren wir uns ein bisschen das Huhn. Dazu gibt es, ich nehme hier so ein, ja, auf diese vier Brüstchen, so einen halben Esslöffel Salz. Dann mache ich hier so einen groben Pfeffer mit rein. Da könnt ihr Pfeffermühle machen oder Mörsern oder was auch immer ihr wollt. Ich mag das, wenn ich auf so ein Pfefferkörnchen beiß, schon, das ist einfach geil. Das ist schon gut. Viel mehr braucht es gar nicht, außer ein Schlückchen helle Sojasauce. Die machen wir dran, damit wir irgendwie schön so ein bisschen mehr einen tieferen Geschmack haben und dass das alles gleich gut aneinander haftet. Ne? So, und guck mal, viel mehr ist das gar nicht. Da bleibt keine Flüssigkeit unten drin oder so, sondern das zieht sich alles ganz gemütlich über das Hähnchen drüber. Genau, schau da hin. So sieht er jetzt aus. Schön aufgequollen, schön dick, nicht zäh, schon noch flüssig, aber genauso soll er sein. Prima, wenn er so aussieht, habt ihr schon gewonnen. Dann packen wir mal das Ding hier auf die Seite und dann fangen wir mal an mit dem ersten Huhn. Schau dir hier, da bildet sich nichts an Flüssigkeit, ne? Das ist echt schon, man kann schon fast sagen, trocken mariniert. Aber genauso soll es sein, weil wenn hier zu viel Flüssigkeit drauf ist, gibt es nachher im Teig Blasen und dann geht er kaputt. Das wollen wir auf gar keinen Fall. So, dann werfen wir mal die erste hier rein und ziehen die hier mal so ganz galama durch, dass sich da überall tatsächlich so ein bisschen von diesem Backteig dran setzt. Und dann gehen wir damit rüber. Richtung Fritteuse. Und dann lassen wir das mal hier so reingleiten, gell? Ja. Sehr schön. Dann machen wir eins nach dem anderen, würde ich sagen. Ne? Ich frittiere mal einen weg und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich will ein bisschen zugucken hier. Okay. Sieht geil aus, gell? Komm mal. Und hier, Knusprig. Komm rüber. Und ich sag's euch jetzt schon. Seht ihr das? Das ist genau das, was wir haben wollen. Ich sag's euch, wie es ist, Kinder. Schneiden wir mal auf so einen Kameraden. Super geil. Es ist genau exakt das, was ihr vom Asiamann eures Vertrauens kennt. Ne? Man hört es ja, glaube ich, schon. Es ist echt super knusprig. Geil, Alter. Ich habe uns hier so ein bisschen Reis vorgekocht.
Dann machen wir uns jetzt mal eine schöne Kelle von der Süß-Sauren drauf. Das gibt ein ordentliches Mittagessen. So, dann gehen wir mit dem großen Messer hier drunter. Und dann machen wir das Geknusperte hier oben drauf. Alter, ist das geil knusprig. Das sieht auf jeden Fall wild aus. Ne? Aber, meine Herren, wir haben noch eins. Das ist schon geil. Das ist super knusprig. Komm, schauen wir mal so ein Ding rein. Das ist geil. Es ist fertig. Ich probiere es direkt, oder? Tim, darf ich zuerst probieren? Gerne. Brauch ein Löffelchen. Ihr habt ja schon gesehen, wie es fertig aussieht. Mit ein bisschen Reis, mit ein bisschen Ananas. Hört man das? Hey, genau das, was ihr wollt. Leute, macht's nach. Ich freue mich total. Schauen wir noch einen rein. Wo kommt nun mal das Fett hin? Tim, wir haben eine Frage aus der Regie. Hey, es geht um Fritteusenfett. Während ich hier weiter esse. Pass auf. Die Leute fragen immer, wenn ich das frittiert habe zu Hause, wo packe ich denn das Fett danach hin? Ich habe jetzt hier ein flüssiges Fritteusenfett. Das kann man kalt werden lassen und kann es danach in die Biotonne packen. Ist nicht super ideal, aber es geht. Also es kommt im Müll, schüttelt auf keinen Fall in Ausguss. Ja? Das macht euch langfristig Probleme. Wenn ihr ein Fett habt, was zum Beispiel ein Frittierfett ist, was einen Block hat vorher, ne? So ein festes Frittierfett. Lasst ihr es einfach kalt werden, kratzt es aus, packt es ganz normal in Hausmüll, weg damit. Nicht in Ausguss. Okay? Tim, Frage beantwortet? Beantwortet. Darf ich weiter essen jetzt? Auf jeden Fall. Achso, Leute, macht mir doch mal hier Abo und Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Und was habt ihr noch so Bock aus der Asia-Küche? Ich koche das ja gern. Schreibt mal unten rein in die Kommentare. Ja? Rezepte sind da. Danke, tschüss.